Das ist er, der neue 300 Vario, das Original. Seit 1980 besticht diese Baureihe durch Zuverlässigkeit, Wertstabilität und Wirtschaftlichkeit. Und wir haben dieses Fahrzeug noch mal besser gemacht. Auch hier in diesem Fahrzeug haben wir jetzt Features drin, die Sie eigentlich nur aus dem Großfaktorenbereich kennen. Die Motorentechnologie, auch hier setzen wir in diesem Leistungsbereich auf die SCR-Technik. Damit konnte der ohnehin schon geringe Kraftstoffverbrauch nochmals optimiert werden. Ein weiteres Feature ist der Leistungsbereich von diesem Fahrzeug jetzt. Wir haben ein neues Topmodell, den 313 Vario mit 135 PS Maxleistung. Das sind 10 PS mehr, die Sie als Kunde spüren werden. Weltweit setzen 13.000 Kunden auf die 300er Baureihe. Wir haben Sie gebeten, uns Ihre Geschichte zu erzählen. Und drei der Hauptgewinner sind die ersten, die dieses Fahrzeug testen dürfen. Brandneu, poliert und für den Einsatz bereit, wird der neue 300 Vario in Markt Oberdorf verladen. Sein erstes Ziel liegt rund 100 Kilometer westlich in Baden-Württemberg, der kleine Ort Uttenweiler. Hier wohnt Familie Zentner. Die Zentners bewirtschaften einen Ackerbaubetrieb. Doch heute ruht die Arbeit, denn heute soll sie kommen, die ganz besondere Lieferung. Die Zentnermädels sind schon richtig aufgeregt. Aber auch Papa Markus konnte sein Glück kaum fassen, als er von seinem Gewinn erfuhr. Ja, wir haben es, glaube ich, schriftlich erfahren und die Familie hat sich natürlich gefreut. Ich habe mich richtig gefreut für meinen Mann. Ich habe eine Fahrerschulung bekommen, die war echt interessant und toll und ich habe keine Angst, ich kann noch fahren, noch sitzen fahren. Ja, toll. Das ist ein richtiger Allrounder, ein Traktor für alle Arbeiter. Ist echt super, also für unseren Betrieb, investitionsmäßig und verbrauchsmäßig, kostenmäßig der beste Traktor. Das Heckgerät ist zwar ziemlich schwer, aber der Schlepper fühlt sich eigentlich gut an. Und schaut auch gut aus, den Zuschauerzahlen am Feldrand nachzuurteilen. Es macht schon Spaß mit dem Fahrzeug. Und davon will sich auch die ganze Familie überzeugen. Ist eigentlich ein großer Traktor, wenn man drinnen sitzt. Gute Funktionen, aber leicht zum Fahren. Also jeder kann es verstehen, sogar ich. Fährt er automatisch. Und wie ist er? Wie läuft er, gut, oder? Das macht so Spaß. Wirklich nach dem Motto, drauf sitzen und losfahren. Aber für mich ist das einfach die Nummer eins. Und was brauchen wir mehr? Weiter geht's ins Saarland. Dort lebt unser zweiter Gewinner Pascal Braun. Der junge Lohnunternehmer aus Gersheim hat seinen Schlepper im Dauereinsatz. Umso größer die Freude, jetzt den brandneuen 300er SCR testen zu können. Ja, ich habe einen Anruf bekommen vom Gebietsvertreter, der mir das Ganze mitgeteilt hat. Dann habe ich gleichzeitig ein Schreiben in der Post gehabt. Da habe ich mich natürlich erstmal gefreut. Cool, meinen neuen Fendt nochmal zu fahren. Ja, und jetzt steht er hier. Ja, wenn man professionell arbeiten will, kommt man am Fendt einfach nicht vorbei. Das Hauptargument für mich, einen Fendt zu kaufen, war Punkt 1 das Vario-Getriebe und Punkt 2, ich habe zu Hause keine Tankstelle. Ich kann mir keinen anderen Traktor leisten, der keine Ahnung, wie viel mehr Sprit verbraucht. Der 300er wird hauptsächlich zum Schwaden und an der Wickelmaschine eingesetzt. Teilweise auch mal zum Ballen transportieren mit dem Frontlader, aber das eher weniger. Oder auch zum Mulchen oder zum Winterdienst im Winter. Auch Pascals Frau Desiree ist begeistert vom sparsamen Schlepper. Das Tolle an dem Neuen ist einfach, es sind viele Neuheiten da. Ich empfinde, dass halt wesentlich mehr Platz ist und ich würde jederzeit diesen Trecker kaufen. Die Kabine ist noch mal, meines Erachtens noch mal leiser geworden. Er fährt sich noch ein Stück besser und er braucht noch mal weniger, obwohl man es fast kaum glauben kann, dass es noch geht. Aber es ist so. Wenn ich die Möglichkeit momentan hätte, würde ich meinen 300er direkt eintauschen gegen den neuen. Einmal quer durch die Republik. Der Traktor darf in den Süden nach Italien. Enrico Putani hat ein Sägewerk, um schwere Lasten zu bewegen. Als er von seinem Gewinn erfuhr, freute sich die ganze Familie mit ihm.
Ich habe einen Luftsprung gemacht und dabei wusste ich noch gar nicht, dass ich der einzige Italiener war, der den Wettbewerb rund um die Geschichten Mein 300 Vario gewonnen hatte. Ich habe wirklich einen Freudenschrei losgelassen und dann habe ich gleich meine Mama geküsst, weil sie mir dabei geholfen hat, unsere Geschichte niederzuschreiben. Er ist vor allem unentbehrlich für unsere Transporte, eben auch wegen seiner Wendigkeit, dem geringen Kraftstoffverbrauch in vielen anderen Sachen. Ohne ihn geht's einfach nicht. Viele Tonnen Holz bewegt Enrico täglich. Er braucht einen Schlepper, der Power hat, aber auch wendig ist. Gleich als ich ihn gesehen habe, war ich sofort begeistert. Und dann noch eine niegelnagelneue Maschine. Und zu wissen, der allererste Italiener zu sein, der dieses Modell testen darf, das ist wirklich eine enorme Freude. Der Komfort ist super, der Sitz luftgefedert, er geht bei allen Bewegungen mit, vom Komfort her wirklich spitze. Drei verschiedene Gewinner, drei verschiedene Einsatzorte, drei verschiedene Einsatzzwecke und drei Unternehmer, die überzeugt sind vom 300 Vario, dem Allrounder.